Ja, Halli, hallo, Hallöle, meine Freunde, und weiter geht's mit unserer kleinen Mission. Die verwildeten Schweine an den drei Hochsitzen, einen haben wir noch. Ja, und einfach mal schauen, was wir diesmal alles für Glück haben. Denn bei der letzten Folge hatte ich natürlich ein Riesenglück und ich habe natürlich vor, heute über diese Hängebrücke zu gehen. Ja, dann muss ich jetzt erstmal auf alle Fälle mich eindieseln und dann laden wir unsere Waffen. So, mal schauen, ob alle geladen. Nein. Wenn man zu früh abbricht, dann ist nicht fertig geladen. So, jetzt haben wir es. Gut. Eingedieselt bin ich, dann kann ich den einen Crawler gleich wieder nehmen für die Hirsche. Und dann bauen wir unser Zelt noch ab und hauen gleich. Ja, hallo, jetzt da. Den Hochsitz rein. Ja, und ihr wollt bestimmt dabei sein, wenn ich über diese Hochbrücke gehe, über diese Hängebrücke. Und ihr könnt dabei sein. Und ich hoffe nur, dass dieses Schild nicht heißt, hallo, wenn du dort drauf gehst, dann stürzt er ab. Ja, das schaut schon cool aus, muss ich sagen. Nur was mache ich jetzt, wenn ich von hier aus da unten etwas schieße? Ja, geil. Cool. Ja, schaut schon genial aus. Was haben wir dann da hinten noch? Nichts. Es fehlt eigentlich nur noch irgendwie so eine Höhle oder was? Und wo ist der? Da drüben. Ja, den werden wir doch gleich mal callen. Mal schauen. Ob wir ihn nicht doch bekommen. Mal ein bisschen Gas geben. Ich laufe jetzt weiter drüber. Sobald sich etwas tut, werde ich euch dazu holen. Aber die ganze Prozedur kennt ihr ja schon. Jo, bis gleich. Ja, meine Freunde, hier steht er. Weiß ist er schmellig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn von hier aus treffen könnte. Aber wir versuchen es. Oh. Das war diesmal kein Blatter. Aber. Den kriegen wir auf alle Fälle. Entschuldigung, ich habe jetzt mal Mentholbonbon im Mund. Weil ich ein bisschen Halsschmerzen habe. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Jetzt müssen wir schauen. Hier muss irgendwo eine Spur sein mit Blut. Nein, da hat er seinen Scheiß liegen lassen. Jawohl, Körper haben wir getroffen. Da läuft er lang. Ich denke schon, dass wir den bekommen. Der war relativ groß. Ich denke mal, dass wir da einen guten Score rausholen bei dem.
So, jetzt ist nur die Frage, wo geht die Suche jetzt weiter? Und das ist das, was ich hasse. Wenn die Spur einfach aufhört. Nicht, dass der jetzt da runter irgendwo ist. Aber da geht die Spur runter. Ich glaube, da liegt das sogar. Jawohl, da liegt er. Ja, dann schauen wir mal. 171,614, 94,5 Kilo, linkes Bein. Nein! Bleib einfach liegen. Riesengeweih, cool. Jo, dann gehen wir zurück. Und ich gehe zurück auf die Straße. Und ja, sobald ich dort bin, melde ich mich wieder. Oder sobald ich etwas, ja, vor die Flinte bekomme. Ich denke mal, mit dieser Folge bekommen wir die Mission fertig. Und dann sehen wir weiter. Gut, jetzt wieder langsamer laufen hier. Und bis später. Hier ganz unverhofft ein kleines Rodel. Sorry, dass ich euch ganz kurz davor geholt habe, aber der war einfach da. Kojote, Kojote. Hatte ich auch, habe ich noch nicht viele. Und ja. 49,858, 22,6 Kilo. Aus 7,2 Meter Entfernung kann man nichts falsch machen. Der stand auf einmal vor mir. Ja, solche Sachen gibt es und macht nichts. Gut, und weiter geht's. Ja, meine Freunde, wir befinden uns jetzt in der Locust Point Inland Camp. Dort schlage ich mein Zelt auf und dann gehen wir Richtung Hochsitz. Zelt deswegen, weil es kann sein, dass die Folge zu lange wird und ich abbrechen muss, so dass wir schon Zelt stehen haben und dann keinen unnötigen Lärm machen, weil wir müssen ja noch das verwildete Schwein bekommen, was ja ganz wichtig ist. Und deswegen möchte ich einfach hier das Zelt jetzt aufbauen. So. Dann haben wir das stehen und es stört sich niemand dran. So, jetzt halt. Gut, ja. Und dann gehen wir weiter zu dem Hochsitz. Das geht, glaube ich, in diese Richtung. Mal kurz schauen. Ja, genau. Und dann können wir bei der nächsten Folge hier gleich wieder rein. Und das haben wir da vorne. Nur ein Baum. Stumpf. Ja, okay. Also sobald ein verwildetes Schwein auftaucht, ich in der Nähe bin des Hochsitzes, dann hole ich euch dazu. Also, bis dann. Ja, da bin ich wieder. Vor mir bewegt sich wieder irgendetwas. Wieder einfach ohne Call und so. Immer schlecht, wenn man nichts sieht. Kann natürlich auch ein Fasan sein. Ja, komm, lass dich sehen. Aha. Also das müsste jetzt quasi vor mir sein. Ah, da vorne kommt. Ist ein weiblicher Maultierhirsch. Sollen wir mitnehmen oder nicht?
Naja, als Schießtraining ist immer gut. Na, weiß wie du das schon. Und liegt. Und irgendwas war auch hier. Das ist weg. Nein, Fasan was keiner. Na egal. Halt, brauche ich nicht. Ich habe das Gefühl, aber ziemlich verfolgt etwas. Gut, dann nehmen wir die hintere Spur und die vordere. Ach, da bin ich gleich richtig. Rechte Lunge, Leber, 50,8 Kilo. Gut. Jo, dann gehen wir weiter und hoffen, dass wir noch die verwütete Sau finden. Bis gleich. Ja, so, ich bin jetzt an dem Hochsitz angekommen. An dem letzten von den dreien. Und ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich ein verwütetes Schwein vor der Linse bekommen, dass wir die Quest abgeben können, dass wir es fertig sind mit der Quest. Und ja, dann bewegt sich da drüben schon etwas. Nein. Ja, aber da haben wir die Quest sehr schnell fertig. Und können dann eine andere Mission angehen. Gut, sobald sich was tut, wisst ihr Bescheid. Bis dann. So, meine Freunde, das schaut auch ganz gut aus. Ich habe soeben einen Ruf vernommen von einer verwilderten Sau. Und habe zurückgecallt. Müsste aus dieser Gegend irgendwo kommen. Das heißt, wenn wir Glück haben, sind wir ganz schnell mit der Quest, mit der Mission fertig. Aber bis jetzt ist noch nicht zu sehen. Und sobald sich etwas von meiner Linse wagt, seid ihr natürlich wieder dabei. Bis dann. Da schreit er schon wieder. Ach, ist weiblich, okay. Ist ja egal, wissen wir ja mittlerweile, wir können ja beides nutzen. Halt, das ist der Verkehrte. Wir kommen nicht. Gut. Jo, bis gleich. So, meine Freunde, da haben wir's. Das ist wieder das Schweinchen. Nur noch stehen bleiben. Okay, der Punkt ist hier. Und ich hoffe, ich habe es. Mal kurz schauen. Da drüben liegt es. Jawohl. Können wir hier markieren. Und dann haben wir diese Mission fertig. Sieht so aus. Das wäre natürlich spitze. So, dann nehmen wir noch mit. Lunge Herz. Ja, und da haben wir's. Unser verwildetes Schwein, 150,1 Kilogramm, 330,995 Meter Score. Super. Aus 45,9 Meter in den Körper und rechte Lunge. Jawohl, wir haben die Mission abgeschlossen. Das ist doch geil. Jo, ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen bei dieser Mission und wir sehen uns dann bei der nächsten. Welche es ist, weiß ich noch nicht. Und ob die dann auch wieder über so viele Teile geht, weiß ich auch noch nicht. Aber ich denke mal, ja, dass zwischen den Wettbewerben, Missionen und dann zwischen die Wettbewerbe, zwischen rein Wettbewerbe schieben, dann ist das schon ganz cool. Jo, so.
Jetzt habe ich natürlich alles verjagt. Auf alle Fälle diese Jagd-Season, also diese Mission hier, hat mir auch viel anderes beschert. Bin mit der Anschütz auf Level 5 aufgestiegen. Ich glaube, Maultierhirsch, Spuren entdecken habe ich auch einen Level geschafft. Also das ist so ganz gut. Kann sich sehen lassen. Nee, Weißwedelhirsch war es, glaube ich. Naja, egal. Dann 250 Tiere getötet. Ja, kann sich ja sehen lassen. Genau. Okay, auf alle Fälle bis. Und jetzt der Geruch reduziert ist abgeklungen. Just in time. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bitte liken, abonnieren, kommentieren und alles, was sonst noch irgendwie nötig ist, nicht vergessen. Tschüss, tschüss.